Unsere Themen am Freitag. Verdächtiges Paket vor Cottbuser Hauptpost gefunden. Cottbuser Kommunalwahl ist ungültig. Und turbulente Woche bei Energie Cottbus kommt zum Abschluss. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Das besinnliche Markttreiben vor der Cottbuser Stadthalle war heute Morgen plötzlich vorbei. An der Hauptpost wurde ein herrenloses Paket gefunden. Die Polizei ist sofort ausgerückt. Heute Morgen gegen 8.35 Uhr hat ein Mann ein Paket vor der Cottbuser Hauptpostfiliale gefunden. Darauf standen weder Empfänger noch Absender. Die Polizei hat die Post daraufhin gegen 9 Uhr evakuiert. Die Straße und die Haltestelle vor der Filiale wurden am Vormittag weiträumig abgesperrt. Autofahrer sowie Busse und Bahnen mussten umgeleitet werden. Die Polizei war mit Sprengstoffspürhunden vor Ort, um das Paket zu untersuchen. Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes aus Potsdam wurden zur Unterstützung angefordert. Gegen 14 Uhr wurde Entwarnung gegeben. In dem Paket waren größtenteils alte Zeitungen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin. Die Person, die das Paket abgestellt hat, soll ausfindig gemacht werden. Damit hat im Rathaus keiner gerechnet. Das Verwaltungsgericht Cottbus hat die Kommunalwahl von 2014 heute Morgen für ungültig erklärt. Die Bevölkerungszahl und die Zahl der Wahlberechtigten in den einzelnen Wahlkreisen war zu unterschiedlich. So begründet der Richter seine Entscheidung. Eine Cottbusserin war mit der letzten Wahl der Stadtverordnetenversammlung nicht einverstanden. Es hat laut ihr mehrere Formfehler gegeben. Die Stadt Cottbus will das Urteil prüfen. Pressesprecher Jan Glossmann mit den Einzelheiten. Im Moment ist es so, dass wir den Eingang des Urteils hier im Rathaus abwarten müssen, um es dann intensiv zu prüfen. Und danach werden wir entscheiden, ob wir Rechtsmittel einlegen. Die sind wohl zugelassen. Insofern werden wir uns das sehr genau angucken, was das dann bedeutet. Das ist im Moment der Stand. Und was daraus wird und erwächst, das müssen wir sehen. Alles andere wäre jetzt aber Spekulation. Wir wollen das sehr gründlich prüfen und die Anregung des Gerichtes uns da angucken, wie man damit dann verfährt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadtverordneten dürfen somit erst einmal weitermachen. Die nächste Kommunalwahl ist am 26. Mai. Die Ereignisse überschlagen sich. Auch bei Energie Cottbus geht es in dieser Woche Schlag auf Schlag. Los ging es mit dem fantastischen Pokalspiel. Dann wurde Angermünde als Gegner im Landespokal gezogen. Und gestern regte sich Wollitz über die Mamba-Entscheidung auf. Durchatmen würde guttun, doch das geht nicht. Im Stadion der Freundschaft geht es schon morgen weiter. Außerdem beschäftigt den FCE-Coach noch immer der Montagabend. Hinter dem FC Energie Cottbus liegt eine kräftezehrende Woche. Am Montag lieferte die Mannschaft im DFB-Pokal einen großen Kampf gegen Freiburg, der am Ende leider nicht belohnt wurde. Die Fans waren dennoch stolz, von allen Seiten wurde die Mannschaft gelobt, ein Trost ist das aber nicht. Man bemüht sich zwar wieder nach vorne zu schauen, leicht fällt das keinem. Ich kann sagen, dass die Stimmung besser war, als sie am Dienstag ist. Die Spieler haben auf jeden Fall wieder gelacht, was auch richtig ist. Weil wir können jetzt bei aller Enttäuschung, bei aller Traurigkeit und bei allen Frust, sportlichen Frust, wir können jetzt nicht weiter jammern, dürfen auch nicht weiter jammern. Zum Profi hören Niederlagen, warum sie dann uns immer so bitter treffen, habe ich am Montag schon die Frage gestellt, wenn sie mir einer beantworten kann. Ich weiß nur eins, ich möchte kein Erstrundenspiel mehr auf diese Art dann auch irgendwann mal begleiten, weil es nervt einfach.
Der Gegner am Samstag erfordert von Wollitz und seinem Team wieder volle Konzentration. Meppen ist ein etablierter Verein der dritten Liga und ein Stück weit Vorbild für Cottbus. Die Niedersachsen standen einst vor der Insolvenz. Dass der Verein wieder dasteht, wo er ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Der Trainer hat nur Lob für den Gegner. Nicht nur gut organisiert, nicht nur diszipliniert, ein richtiger Zusammenhalt in der Truppe. Jeder weiß seine Aufgabe, jeder weiß, was er zu tun hat und jeder weiß, dass er 100% geben muss, um auch am Ende des Jahres immer weiterhin in der dritten Liga zu bleiben, weil sie viele, viele Jahre weg waren vom Profifußball. Umso anerkennender ist das, was sie dann in den letzten Jahren aufgebaut haben. Gespielt wird morgen wieder vor heimischer Kulisse. Dass genauso viele Fans kommen wie gegen Freiburg, ist nicht zu erwarten. Ein paar mehr dürften es nach den aktuellen Vorverkaufszahlen aber gerne sein. Was die Mannschaft mit der Unterstützung der Fans kann, hat sie am Montag gezeigt. Los geht es um 14 Uhr. Doch nicht nur Fußball wird am Wochenende gespielt. In der Region kann ausgelassen gefeiert werden. Zum Beispiel beim Brandenburg-Tag in Wittenberge. Wem das zu weit ist, auch im Spreewald steht ein traditionelles Fest an. Und die Spielplanpräsentation vom Staatstheater Cottbus ist ja auch noch. Wenn Ihnen das zu schnell ging, kein Problem, wir fassen die drei Ausflugtipps jetzt noch einmal zusammen. Leinenlos zum Brandenburgtag. Wittenberge ist Ausrichter vom Brandenburgtag 2018. Unter dem Motto Leinenlos will die Stadt mit allen Brandenburgern feiern. Auch Alexander Knappe tritt auf. Das Landesfest findet zum ersten Mal in der Prignitz statt. Neu ist auch die Lage am Elbufer und damit verbundene Wasseraktivitäten. Höhepunkt ist der Festumzug am Sonntag um 11 Uhr. Burg feiert Tradition. Im Kurort Burg wird an diesem Wochenende das Heimat- und Trachtenfest gefeiert. Das traditionsreiche Fest gibt es mittlerweile zum 26. Mal. Am Sonntag wird ab 14 Uhr in einem Festumzug das Leben in der Region sowie wendische und sorbische Traditionen dargestellt. Theater im Branitzer Park. Das Staatstheater Cottbus präsentiert am Sonntag den neuen Spielplan für die kommende Spielzeit. Ab 15 Uhr zeigen Schauspieler im ganzen Park verteilt Ausschnitte der künftigen Stücke. Das Philharmonische Orchester spielt ab 17 Uhr am Schloss das erste Konzert der Saison. Der Eintritt ist frei. Kulturell wird es auch am Amsteich. Im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst sind ab sofort zwei neue Ausstellungen zu sehen. Thomas Herrmann zeigt unter dem Titel Loch ist Hoffnung, Arbeiten auf Papier und Plastik. Steffen Mertens präsentiert eine Auswahl seiner Zeichnungen der letzten 20 Jahre. Er bezieht sich dabei auf die Gegenwart und ist gesellschaftskritisch. Wir kommen noch einmal auf das morgige FCE-Spiel zurück. Während tausende Fans die Spieler wieder anfeuern werden, kriegen die Rettungskräfte von der Partie nicht wirklich viel mit. Sie müssen im Notfall jederzeit einsatzbereit sein. Die Mannschaft ist bereit, die Fans auch und Steffen Sebaste schon lange. Sobald die ersten Fans das Stadion betreten, muss der Rettungssanitäter immer in Alarmbereitschaft sein. Das fängt schon mit der Vorbereitung an. Die beginnt am Johanniter-Standort in der Welzower Straße. Steffen kontrolliert hier seine Ausrüstung. Für ihn ist das mittlerweile Routine. Seit 12 Jahren ist er bei den Johannitern und hat hier ehrenamtlich angefangen. Mein Bekannter hatte mich gefragt, ob ich vielleicht Interesse hätte. Habe das dann einmal ausprobiert und war gleich fasziniert. Um helfen zu können, das macht schon Laune. Und die Johanniter hat ein großes Ausbildungsangebot. Angefangen hatte ich mit einem Sanitätshelfer, ja, mittlerweile Rettungssanitäter. Läuft. Um anderen helfen zu können, ist Teamwork gefragt. Ob Pflaster, Mullbinden oder Kompressen, jeder Handgriff muss im Ernstfall sitzen. Also jeder muss mit jedem arbeiten können, jeder muss wissen, wo was im Rucksack zu finden ist. Und das macht es dann aus, die schnelle Hilfe. Die Ausrüstung ist gecheckt. Etwa 20 Leute sind an dem Einsatz im Stadion der Freundschaft beteiligt. Einsatzleiter Martin Borscht ruft zur Einsatzbesprechung. Aufgrund der aktuellen Wettersituation werden wir nachher noch so 35 Grad haben. Es gibt eine akute Unwetterwarnung, die uns treffen könnte. Von daher heute auf die persönliche Schutzausrüstung achten. Wir werden aufgrund der Wettersituation in der Turnhalle im Stadion der Freundschaft 10 Feldbetten aufbauen, wieder mit Material als Unfallhilfsstelle nutzen. Damit die Johanniter im Ernstfall schnell helfen können, sind sie vor allem auf ehrenamtliche Helfer angewiesen.
Die können ohne Vorkenntnisse mitmachen und werden kostenlos in verschiedenen Bereichen ausgebildet. Wir kommen aus sämtlichen Berufsschichten. Wir haben Kollegen, die hauptamtlich aus dem Rettungsdienst kommen. Wir haben auch relativ viele Mitarbeiter, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Nicht alles Medizinische. Wir haben vom Busfahrer bis zum Kollegen, die bei Alba arbeiten, ein ganz groß gefächertes Feld, einen relativ großen Altersdurchschnitt von wirklich von 18. Der älteste Kollege bei uns geht auf die 70 zu. Wir sind eigentlich ein ziemlich kulturelles Team, haben eigentlich viel Spaß an der ganzen Sache und sind für jeden, der gerne zu uns kommen will, gerne bereit, ihn auch gerne mit unserer Truppe aufzunehmen. Nach der Besprechung sind die letzten Sachen gepackt. Es kann losgehen. Die Johanniter fahren ins Stadion. Dort angekommen heißt es auspacken und aufbauen. Die Turnhalle nebenan dient als Unfallhilfestelle. Steffen steht bereits an seiner Position am Spielfeldrand. Mit Martin geht er noch einmal alles durch. Ab jetzt muss er immer aufmerksam bleiben. Das Stadion füllt sich, die Spieler wärmen sich auf. Und somit, umso mehr Zuschauer und Gäste hier sind, umso höher steigt das Potenzial, dass etwas geschehen kann. Und ein paar Minuten später ist Steffen dann auch schon in Action. Ein Stadionbesucher ist zusammengebrochen. Steffen und seine Kollegen haben ihn in die Unfallhilfestelle gebracht. Hier können sie ihn versorgen, bis es ihm wieder besser geht. Jetzt hatten wir gerade aktuell eine Unterzuckerung und die Meldung kam vom Einsatzleiter. Problematisch war nichts, also wir konnten ihn problemlos jetzt hier in der Unfallhilfestelle begleiten. Hat von uns Glukose bekommen, Zucker, dass der Zuckerspiegel sich wieder normalisiert. Und jetzt geht's weiter. Wenn etwas passiert, sind Steffen und seine Kollegen zur Stelle. Die Johanniter sind immer bereit zu helfen, egal ob im Stadion oder auf anderen Veranstaltungen. Vieles ist in dieser Woche wieder passiert. Die Ereignisse lassen wir erst einmal sacken. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite oder im Wochenrückblick. Die wichtigsten Nachrichten kriegen Sie auch über unsere WhatsApp-Nummer. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut. Den Dyson V6 Slim Origin bekommt ihr bei Expert jetzt für nur 199 Euro. Was den Akkuhandstaubsauger so effizient und praktisch macht, das erfahrt ihr jetzt. Was den Dyson so saugstark macht, ist der V6 Motor in Kombination mit der Leistung von 15 Zyklonen. Diese arbeiten parallel in zwei Reihen und erzeugen so einen Luftstrom, der selbst feinen Staub und Allergene aufnimmt. Für besonders starke Verschmutzungen gibt's außerdem im Max-Modus noch mehr Power. Weil sich der Schwerpunkt des Saugers am Handgriff befindet, ist der Dyson V6 dabei mühelos und ohne großen Kraftaufwand bedienbar. Die schmale Elektrobürste besteht aus festen Carbonfasern und Nylonborsten, die tief in den Teppich eindringen und Hartböden schonend reinigen. Zudem liegt auch eine Kombidüse für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen bei. Die praktische Wandhalterung ist zugleich auch die Ladestation. Bei voller Ladung liefert der Akku bis zu 20 Minuten konstant hohe Saugkraft. Wie alle kabellosen Staubsauger von Dyson könnt ihr den V6 Slim Origin auch in einen Handstaubsauger verwandeln. Und ist der Behälter voll, entleert man ihn auf Knopfdruck in den Müll, ohne mit dem Schmutz in Kontakt zu kommen. Der Dyson V6 Slim Origin ist also ein leistungsstarker und flexibel einsetzbarer Akkusauger. Als Angebot der Woche ist er jetzt in teilnehmenden Expertmärkten für nur 199 Euro erhältlich. Die Nacht wird bedeckt, die Temperaturen gehen wieder nach unten, die Tiefstwerte liegen bei 16 Grad. Auch der Samstag zeigt sich bedeckt, die Sonne lässt sich aber auch blicken, es kann kurzzeitig auch den ein oder anderen Schauer geben. Das macht sich an den Temperaturen bemerkbar, 20 Grad sind die Höchstwerte. Am Sonntag bleibt es durchgehend bedeckt, dafür aber trocken. Zum Abend hin kommt nochmal die Sonne raus,
20 Grad sind drin. Ich begleite Patienten zur Selbstständigkeit im beruflichen und privaten Alltag. Es geht um das Wiedererlangen der Motorik, es geht auch um Konzentration. Mancher muss wieder lernen, sich an- und auszuziehen. In der Körperpflege verhelfen wir ihnen und wir trainieren auch arbeitsplatzbezogen. Mein Alltag: ich leite an, ich beobachte, ich korrigiere, ich berate auch unsere Patienten. Natürlich motiviere ich und als Therapeutin ganz, ganz wichtig, ich mobilisiere auch. Das Schönste an meinem Beruf ist die Abwechslung. Ich arbeite mit Patienten unterschiedlichster Altersgruppe, mit unterschiedlichsten Hintergründen und mein Arbeitsalltag ist sehr lebendig. Die Reha-Vita bedeutet für mich persönliches Wachstum, sowohl fachlich als auch in meinen Kompetenzen als leitende Ergotherapeutin. Das 5. Lausitzer Sommerfest auf Gut Neusagro am 26. August. Ein Sonntag für die ganze Familie. Erleben Sie Kutschfahrten, die Tierschau, Spaß mit der Ackerbanane und Hubschrauberrundflüge. Bei buntem Markttreiben verwöhnen kulinarische Highlights regionaler Produzenten ihren Gaumen. Das Lausitzer Sommerfest auf Gut Neusagro bei Forst. Unterstützt vom ProAgro-Verband zur Förderung des ländlichen Raumes durch Mittel der EU und des Landes Brandenburg. Die Apotheke an der Priormühle. Entdecken Sie unser außergewöhnlich breites Kosmetikangebot mit Exklusivdepots wie Aven, Caudalie, Dr. Hauschka und vielen mehr. Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Prio-Kundenkarte. Während der gesamten Öffnungszeit unserer Apotheke erhalten Sie 20% Rabatt auf alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Ihre Prio-Kundenkarte erhalten Sie direkt in unserer Apotheke an der Priormühle 15 in Cottbus-Madlow. Das große Shopping-Spektakel im Möbelzentrum Großräschen vom 18. bis zum 28. Juli. Das heißt 30% Rabatt auf alle Möbelneubestellungen plus 3% extra. Nutzen Sie auch unsere 0% Finanzierung. Bei uns finden Sie eine außergewöhnlich breite Palette an Möbeln und Wohnideen genau nach Ihrem Geschmack. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Auf zum Shopping-Spektakel für 10 Tage. Wer einmal aufsteigt, will nicht mehr runter. Jetzt Probe fahren. Feuerwehr hautnah und live. Am Samstag, den 25. August in der Spreegalerie und auf dem Stadthallenvorplatz.
Mit einer Ausstellung von Feuerwehrtechnik, einem Motorrettungsboot der DLRG und einer Mal- und Bastelstraße. Um 14 Uhr wird ein Rettungssprung vom Dach gezeigt und um 15 und um 17 Uhr führt die Feuerwehr simulierte Rettungsaktionen vor. Feuerwehr hautnah und live am 25. August ab 10 Uhr in der Spreegalerie Cottbus.